Moin, moin und hallo zusammen. Ach, es zieht zu. Ja, als ich losgefahren bin zu Hause, war noch alles schön blauer Himmel. Und jetzt sind schon ein paar Wolken da. Aber naja, ganz so schlimm ist natürlich auch nicht. Losgefahren bin ich um ja, 10 Uhr so. Jetzt haben wir 15 Uhr. Und man glaubt es nicht, ich habe gerade ein kleines Päuschen gemacht. Denn ich war heute schon in Österreich, habe eine schöne Fahrt gemacht durchs Allgäu und durch Vorarlberg. Und jetzt fahren wir gerade auf den Riedbergpass zu. Was? Naja, also Pass setze ich da immer so ein bisschen in Anführungsstrichen, ja. Also so richtig weit rauf geht der natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn man schon mal in der Gegend hier ist, dann kann man den natürlich auch mitnehmen. Ja, die Laune ist so Mitte, ja. Also ich habe gerade ein bisschen was gegessen und musste locker flockig 40 Minuten warten, bis das bestellte Essen endlich da war. Oh Gott, ne? Ich weiß auch nicht. Das kann doch nicht so lange dauern, irgendwas in die Mikrowelle zu schieben. Naja. Das wird mir eine Lehre sein. Nächstes Mal, es war hier in Balderschwang, esse ich halt nicht in Balderschwang, sondern esse noch was auf der österreichischen Seite. Denn in Österreich ist die Gastronomie tendenziell doch deutlich besser. So, vor uns ein Wohnmobil, davon hatte ich heute schon so einige. Dankenswerterweise dieses Mal ohne Gegenverkehr. Ja, diesen Abschnitt hier haben sie komplett neu gemacht in den letzten Jahren. Schade eigentlich, der war vorher deutlich verwinkelter, enger und die Straße war nicht so glatt. Und dann hat sie auch immer so eine lange Baustelle gehabt, wo man Offroad fahren musste. Oh, er hat ja aber auch ordentlich Tempo drauf, mein lieber Mann. Naja, auf jeden Fall kann man ein bisschen Kurve fahren, ist auch nicht so schlecht. Tag. Relativ viele Leute unterwegs, was auch daran liegt, dass die Bedingungen wirklich ziemlich ideal sind. 21,5 Grad. Ach, unten im Tal ist ein bisschen wärmer, aber oh, kein Vergleich zu diesen 40 Grad, die ich tatsächlich auf der Anfahrt zum motovlog.de Forumstreffen hatte. Oh, war das warm. Und echte 40 Grad hier laut Display. Ja, also nicht Motortemperatur, sondern Außentemperatur. Ich natürlich schön Autobahn und dann bei Würzburg im Stau Stop-and-Go-Verkehr bei 40 Grad. Wahnsinn, ja. Dankenswerterweise ging ein bisschen Wind, ja, sodass ich da nicht direkt vom Moped gekippt bin. Oh, jetzt hat es nur noch 20 Grad. Ja, wird auch ein bisschen frischer jetzt. Alpe Schönberg, ja. Ja, Laune so Mitte, wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich immer so lange auf mein Mittagessen warten muss, ja. Irgendwie, ich weiß nicht, ja. Passiert mir irgendwie öfter. Falte ich einmal, ja. Und ja. Das ist vielleicht der Grund, warum ich nicht so gerne halte. Oder einer der Gründe. Ja, jetzt habe ich irgendwie eine Stunde verloren, ja. Und wollte eigentlich nur geschwind mal eben was essen. Ach, guck mal da vorne. Ach, schön. Oh. Leider ein bisschen im Schatten, ja. Sieht doch herrlich aus. Generell die ganze Anfahrt, muss ich schon sagen. Schön durchs Allgäu, ne? Also im Allgäu kann man Moped fahren, sensationell. Ne? Ich bin jetzt halbwegs direkte Strecke gefahren, aber da sind natürlich auch so viele kleine schmale Sträßchen und die Landschaft immer schön kurvig und ach, also wenn ihr mal irgendwie von Norden in die Alpen fahrt und dann
man muss so in Richtung Österreich, irgendwo zwischen Bregenz und Innsbruck oder so die Ecke, ist meine Empfehlung immer, fahrt mal hier bis Stuttgart, Ulm, bisschen südlich vielleicht noch, da wo halt das Allgäu so beginnt. Und dann fahrt er schön kurvenreiche Strecke im Allgäu. Also das ist wirklich, ich kann mich nur wiederholen, zum Motorradfahren, sensationell. Ne? Also da, das ist auf jeden Fall um Welten schöner als der Fernpass. Ja? Dann seht lieber zu, dass er da schnell durchkommt. Und nehmt euch noch ein bisschen mehr Zeit hier im Vorarlberg oder im Allgäu eben. Er ist aber doch noch ein bisschen kurvig hier. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich hier raufgefahren bin, jetzt von der anderen Seite her, hatte ich noch mein allererstes Auto, ein Seat Ibiza 1,2. Und da musste man noch etwas auf die Temperaturanzeige gucken. Müssen wir hier nicht. 79 Grad Motortemperatur. Okay, es geht auch bergab, ja. Als es immer so 40 Grad hatte und Autobahn, war die Motortemperatur typischerweise so bei 90 hier bei der GS. Also Lüfter oder der Zusatzlüfter wurde hier nicht gebraucht, der geht immer bei 100 an. Da hat der Fahrtwind also auch bei 40 Grad noch problemlos ausgereicht. Im Stop-and-Go-Verkehr, da ist der Lüfter dann aber natürlich angegangen, aber der ist so stark, also der läuft dann irgendwie eine halbe Minute. Und also Temperaturen höher als 100,1 Grad habe ich hier auf der GS noch nie erlebt. Ganz egal, wie heiß und wie steil die Strecke auch sein mag. Ach, immer noch 20 Grad. Hoppala. Ja, die Seite, jetzt ein bisschen langsamer fahren, glaube ich. wir fahren jetzt hier runter in Richtung Oberstdorf. Da der Tag noch früh ist, habe ich mir gedacht, kann ich eigentlich auch noch ein bisschen in Richtung Dingsbums fahren. Wie heißt es denn? Also wenn man von Oberstdorf noch weiter nach Süden fährt, bis es nicht mehr weitergeht. Genau, ins Kleinwalsertal. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen Berge gucken. Weil das war ja die Motivation, warum ich mir heute Morgen gedacht habe, hier fahre ich doch mal lang. Ah, die Mittagessen-Geschichte ist übrigens noch nicht ganz fertig. Oh, davor ist ein Trecker. Wie unschön. Wie kommen wir da denn jetzt dran vorbei? Auch hier zum Beispiel. Ja, und hier Baustelle. Ja, alle mal genau zuschauen. Ich zeige mal, wie man das hier macht. Ja, da vorne ist eine Baustellenampel. Und dann stellt man sich hinten in die Schlange. Ja? Also man fährt jetzt hier nicht links vorbei an der unübersichtlichen Kurve, wo jederzeit ein Bus kommen könnte, sondern man stellt sich hier wunderbar hinten an. So, dann kann ja mal hier die Kiste ausmachen. So, man muss ja auch nicht die ganze Zeit auf der Bremse stehen. So, weiter geht's. Natürlich sind, 15 Bobfels links an mir vorbeigefahren und haben sich da vorne gedrängelt. Aber hinter mir sind auch zwei, die artig warten. Und die zwei da vorne warten auch artig. Ja, wie sich das gehört. Rollsplit, ja super. Wegen Bauarbeiten längere Wartezeit möglich, das haben wir schon gemerkt. Ah, hier Fahrradfahrer links, ja, auch ein schönes Hobby, so ein Fahrrad. Ja, jeder wie er mag. Hervorragend, kann ich hier auch noch Baustelle gucken. Ganz fantastisch. Wird der Hang abgesichert offenbar. Naja, also die Mittagessen-Episode wollte ich noch zu Ende erzählen. Also meine Laune war natürlich nicht so gut jetzt nach dieser langen Wartezeit beim Mittagessen. Aber als ich dann zum Parkplatz bin, sah ich drei Leute um das Moped hier drumherum stehen.
Ich denke, na du. Wollen Sie den Eimer klauen oder was ist los? Ja. Ja, nee, das war so eine Gruppe Schweizer, die mit dem Auto unterwegs waren und er hat irgendwie eine GS aus Baujahr 2011 und ja, wollte halt mal gucken, was ist so, wie die neueren halt so aussehen und ja, es kam dieses übliche Geschwärme über die GS, ja. Ja, das ist ja dann auch ganz nett und so, ja, und da war meine Laune dann gleich doch wieder entsprechend ein bisschen besser. Ja, wirklich gebaut wird hier aber nicht, oder? Ist ja eine typische Baustelle. Ja, siehst du, da haben wir den Salat schon, ja? Jetzt haben sie sich alle da vorne vorgedrängelt, ja? Sodass halt die etwas breiteren Autos, also hier geht es jetzt natürlich noch, nicht mehr gescheit dran vorbeikommt. Aber wäre hier doch so eine schöne Lücke gewesen, wo man sich hätte einreihen können. Aber nein, naja. Okay, jetzt haben wir nach vorne raus zwar keine freie Fahrt. Das macht aber nichts, weil gleich kommt sowieso die nächste Ortschaft. Und der interessante Straßenabschnitt ist sowieso schon vorbei. Naja, also ich guck mal, ob ich da noch ein bisschen abbiege in Richtung Kleinwalsertal. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Ja, ich meine, ist ganz nett hier, aber sowas total, wirklich absolut Sehenswertes habe ich hier noch nicht entdeckt. Gut, wir sind wieder in Österreich. Das Kleinwalsertal liegt ja in Österreich. Und ist ja quasi so eine Art Enklave. Ja, also man kommt nur über diese Straße rein. Das geht dann bis da vorne zu diesem Gebirgszug. Das ist so die, ja, die nördliche Seite von Arlberg, Wart, kann man so sagen. Also wer da Arlberg fährt oder so, das ist quasi da vorne die Ecke. Und was fehlt, ist quasi so ein Tunnel oder ein schöner Pass oder so, dass man da mal drüber käme über diesen kleinen Hügel. Und das gibt es meines Wissens aber nicht. Also zumindest nichts, was legal befahrbar wäre, sagen wir mal so. Irgendwie wird man natürlich durchaus drüber kommen. Ach, guck mal da links, ja, da kann man ja doch ein bisschen Berge gucken. Ah, schön, ja. Wenn das dann mit dem Fels oben und so, finde ich immer wunderbar. Moment, ich fahre eine Kurve, dann sieht man es besser. Ah, sehr schön, sehr schön. Da jetzt so eine schöne kleine Passstraße oben rüber. Das wäre doch genau das Richtige, ne? Och, guck mal. Och, schön. Ach, herrlich. Sehr schön. So, dann geht es hier links rum nach Bad, 3,3 Kilometer. Da müsste dann eigentlich Schluss sein. Ach, schau mal hier vorne. Ach, herrlich. Ach, schön. Da hätte ich durchaus Lust, da ein bisschen rumzuwandern. Also da oben auf der Höhe, ja. Also nicht von unten rauf, ja. Also da müsste es irgendein Gerät geben, was mich darauf beamt. Zum Beispiel ein Lift, ja. Ja, jetzt sind wir wirklich in Bad angekommen. 1200 irgendwas Meter und man sieht hier vorne nur noch Berge. Und ja, auf dem Navi ist auch keine Strecke mehr zu sehen, die man hier fahren könnte. Das heißt, hier ist jetzt leider dann wirklich Schluss. Es gibt noch einmal im Kreisverkehr. Bisschen Gastronomie, da vorne steht ein Sackgassenschild. Hier ist ein Parkplatz. Oh. Und mehr ist leider nicht. Ah. Okay, kurzes Missverständnis. Habt ihr einen Zebrastreifen gesehen? Ich nicht, ja. Naja, egal. Ja, ist schon okay. So sind wir ja nicht. Dann schauen wir uns lieber die Landschaft hier noch von der anderen Seite an. Auch schön hier, ne? Jetzt haben wir auch die Sonne im Rücken. Und hier vorne sieht man es gleich besser vielleicht.
Da vorne, hier gegenüber, da so ein bisschen halb rechts. Vielleicht, denke ich mal, das müsste eigentlich das Nebelhorn sein. Da war ich dieses Jahr schon mal oben auf dem Berg. Da geht nämlich eine wunderschöne Seilbahn rauf, die auch gar nicht mal so teuer ist. Also zumindest im Vergleich zu anderen Seilbahnen, wie zum Beispiel der Zugspitzbahn. Und Nebelhorn ist eigentlich ganz schön. Ne? Das ist so, wenn ich halt Sehnsucht nach Bergen habe und unbedingt wieder Berge sehen muss, ja, dann kann man da noch innerhalb eines Tages ganz schön mal hinfahren. Und ja, da oben, wenn man dann auf dem Berg ist, dann kann man da echt, echt ganz gut gucken. Ja? Also man kann eigentlich in die ganzen Südseite der Alpen reinschaut und so. Also das ist wirklich eine Empfehlung. Es gibt ja relativ viele Seilbahnen hier in der Gegend. Und wenn ihr da mal in der Gegend seid und irgendwie auf dem Berg wollt, Nebelhornbahn, das ist wirklich sehr ganz nett. Ist das da vorne rechts, wo man diese, wo die Felsen ein bisschen prominenter zu sehen waren? Ich kann leider nicht so lange nach rechts gucken. Ja, ich muss hier ein bisschen aufpassen, wo ich lang fahre. Ach ja. Ich brauche unbedingt ja doch so ein Motorrad mit Abstandsradar. Ja, aktuell arbeiten die Hersteller ja daran oder die Zulieferer viel mehr. Dann könnte ich hier einfach das Abstandsradar reinmachen und ansonsten mir hier bequem die Landschaft anschauen. Das wäre doch mal praktisch. Ja, das meinte ich hier, ne? Wunderbar. Ah, herrlich. Eins Entspannungsprogramm. Und hier, das ist noch eine breite Straße, ja? Also hier links und rechts, da gehen dann natürlich überall die richtig schmalen dann ab, ne? Ah. Hier ist auch nicht mehr so viel Verkehr, wollte ich gerade sagen. Ja. Ich nehme alles zurück. Kühe hat sie auch ab und an. Naja, gemessen an der Menge an Grünfläche allerdings nur vergleichsweise wenig. Ja. Also kein Vergleich zum Beispiel zur Schweiz, wo wirklich alles voll ist mit Kühen. Ja. Hier ist das meiste, ist doch alles irgendwie, ja gut, ist alles so Wiese, ne? Aber sieht doch alles halbwegs kurz aus, ja, also ist jetzt nicht einfach nur so wild wachsen gelassen. Frage ich mich natürlich schon, was wir mit dem ganzen Gras machen, ja. Wird das alles exportiert nach Österreich oder dergleichen? Huch, was ist das denn hier? Kleine Brücke, jawohl. Ach, schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber jetzt ist, wo schickt mich das Navi denn jetzt entlang? Das ist wieder eine. Ich habe wieder auf kurvenreiche Strecke gestellt. Und das Ergebnis ist sowas hier, ja? Ey, jetzt. Ach, herrlich. Auch hier durch die Wiesen und mit den Bäumen. Schön den Berg rauf. Ach, das ist ja toll. Eine Kehre hat es auch noch. Ob da jemand kommt, muss man allerdings auch raten, ja? Das weiß kein Mensch. Ach, hier schön. Ach, mit Ausblick. Ja, toll. Sehr schön, sehr schön. Friedhof links. Richtig schöne kleine Verbindungswege. Da bekomme ich ja noch richtig Fahrlaune hier. Meine Güte. Oh. Hier links wieder das Navi rum.
Vielleicht müsste ich doch mal so die Sprachansagen einstellen. Ja? Kriege ich auch vorher mit, wenn ich abbiegen muss und ich erst 10 cm vor der Abbiegung, wenn ich zufällig hier mal aufs Navi schaue. Ach, was ist das denn hier? Gott, doch Gott. Und ein Trecker kommt auch noch. Das ist ja eine Allgäu-Adventure-Tour, ja. Was ist hier? Da ist die Straße relativ schmutzig, sage ich mal. Überall riecht so ein bisschen immer nach frisch gemähtem Gras, ja, ach wunderbar. Das habe ich ja auch ganz gerne, ne? Das ist mal so die Kulisse, ne? Auf der einen Seite die Landschaft, dann Geruch von frisch gemähtem Gras und audiomäßig das Läuten von Kuhglocken, ja, dann ist die Idylle perfekt, ja. Okay, ganz nach Holzverarbeitung. Huch, schon wieder Dreck auf der Gas. Ja. Also ich wiederhole mich, ne? Das sind noch nicht mal hier die schmalsten Straßen, die es gibt, ja? Also das ist noch. Es gibt noch eine Kategorie schmaler. Ein bisschen Allgäu haben wir nach wie vor uns. Aber man merkt schon, ganz so bergig ist es nicht mehr. Das läuft so langsam so ein bisschen aus. Und geht dann irgendwann über in die Schwäbische Alb. Schwäbische Alb war ich ja natürlich schon öfter. Und ich denke, ich werde hier das Navi mal umstellen und die kurvenreiche Strecke wieder rausnehmen, damit ich heute irgendwann auch nochmal wieder nach Hause komme. Weil diese kleinen Sträßchen, so schön wie sie sind, kosten natürlich jede Menge Zeit. Und ja, nachdem ich schon so lange aufs Mittagessen warten musste, habe ich so langsam wieder Hunger auf Abendessen. Und das nehme ich dann aber mal lieber zu Hause ein. Ja, deswegen sage ich einfach mal Tschüss und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.